Die häufigsten Probleme mit dem iPhone 7 und wie man sie behebt. Problem: Die Freisprechtaste wird während eines Anrufs ausgegraut angezeigt. Einige iPhone-Nutzer haben bemerkt, dass das Lautsprechersymbol beim Telefonieren ausgegraut erscheint. Dieses Problem scheint eine kleine Anzahl von Benutzern zu betreffen und Apple ist sich dieses Problems bewusst. Sie bieten jedoch keine kostenlosen Reparaturen außerhalb der Garantie mehr für In-Ear-Lautsprecher an, die nicht mehr funktionieren. Mögliche Lösung: Dieses Problem kann durch Zubehör verursacht werden, das über Bluetooth mit Ihrem Telefon gekoppelt ist. Schalten Sie Bluetooth aus, indem Sie von der Unterseite Ihres Telefons nach oben wischen und auf das Bluetooth-Symbol tippen, um es zu deaktivieren. Problem: Kein Dienst erkannt. Bereits 2016 berichtete MacRumors über ein internes Apple-Dokument, aus dem hervorgeht, dass dem Unternehmen ein Fehler bekannt war, der dazu führte, dass das iPhone 7 nach dem Beenden des Flugmodus keinen Mobilfunkdienst mehr hatte. Das Unternehmen sagte, es habe das Problem gelöst und gleichzeitig einen Fix für das Problem veröffentlicht, der nun eingestellt wird. Das Problem tauchte in letzter Zeit auch immer wieder auf, da sich Benutzer über kein Service beschwerten, nachdem sie ihr iPhone 7 auf iOS 13.5.1 aktualisiert hatten. Mögliche Lösungen: Apple hat eine offiziell veröffentlichte Lösung für dieses Problem, die sie durch den Neustart und das erneute Einsetzen der SIM-Karte führt. Wir empfehlen Ihnen, diese Anweisungen zu befolgen. Wenn Ihr iPhone 7 keine Mobilfunkverbindung herstellen kann, aktualisieren Sie auf die neueste Version von iOS, falls Sie dies noch nicht getan haben. Setzen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen zurück. Entfernen Sie Ihre SIM-Karte und legen Sie sie erneut ein. Bringen Sie Ihr Telefon zur Reparatur zu Apple. Nachteil: Es gibt keine 3,5 mm Kopfhörerbuchse. Apples Entscheidung, den Kopfhöreranschluss im iPhone 7 zu entfernen, war sehr umstritten. Wenn Sie in einen großartigen Kopfhörer investiert haben, der auf den Standardanschluss angewiesen ist, der bisher in jedem Telefon vorhanden ist, werden Sie möglicherweise ein gewisses Unbehagen verspüren. Die Verwendung eines Lightning-Anschlusses bedeutet auch, dass Sie Ihr iPhone 7 nicht aufladen können, während Sie Kopfhörer verwenden. Es gibt einige Lösungen, aber für diese gibt es keine wirkliche Lösung. Lösung: Problem: Das iPhone 7 macht ein zischendes Geräusch. Viele Besitzer eines iPhone 7 haben sich über ein mysteriöses Zischen von der Rückseite des Geräts beschwert. Der Ton erscheint lauter, wenn das iPhone schwere Arbeiten ausführt. Beispielsweise wenn eine Anwendung oder ein Spiel ausgeführt wird, die viel Aufwand erfordern. Was darauf hindeutet, dass das Problem mit dem Prozessor zusammenhängt. Platzieren Sie Ihr Ohr neben dem Apple-Logo und spielen Sie etwas, das viel Rechenleistung erfordert, um es selbst zu erleben. Es ist auch erwähnenswert, dass viele Telefone und andere Geräte unter extremer Belastung zischen und andere Geräusche von sich geben, wenn Sie genau hinhören. Wir merken es nicht sehr oft. Dieses Problem betraf so viele Menschen, dass sowohl Ars Technica als auch 9to5Mac darüber berichteten. Mögliche Lösung: Derzeit gibt es keine Lösung für dieses Problem. Aber Berichten zufolge tritt es nicht bei jedem iPhone 7 auf. Daher sollten Sie Ihr Telefon möglicherweise zurückgeben und ein neues kaufen. Wenn es Sie wirklich stört, wenden Sie sich an Apple, Ihren Mobilfunkanbieter oder Ihren Händler und bitten Sie um einen Ersatz. Wenn Sie keinen Ersatz erhalten können, wenden Sie sich wegen einer möglichen Reparatur an Apple oder einen qualifizierten Techniker. Problem: Schlechte Akkulaufzeit.
Die Akkulaufzeit des iPhone 7 ist dank des größeren Akkus und des effizienteren A10-Fusion-Chips viel besser als beim iPhone 6s. Für viele Leute in den Diskussionsforen von Apple scheint dies der Fall zu sein. Aber wir haben auch viele Beschwerden über eine schnelle Batterieentladung gesehen. Wobei eine Zunahme der Beschwerden oft mit einem neuen Betriebssystem-Update zusammenfällt, das anschließend in einem späteren Update gepatcht wird. Punkt. Lösung. Aktualisieren Sie auf die neueste Version von iOS, falls Sie dies noch nicht getan haben. Probleme mit der Akkuentladung wurden in Updates nach der Einführung des iPhone 7 behoben. Wenn Sie zu Einstellungen, größer als Akku, gehen, können Sie den Energiesparmodus aktivieren, um die Akkulaufzeit weiter zu verlängern. Aber das hat seinen Preis. E-Mail-Abruf, Hey Siri, App-Aktualisierung im Hintergrund. Automatische Downloads und einige visuelle Effekte werden reduziert oder ganz deaktiviert. Sie können diese jedoch einzeln ausschalten, um die Batterielebensdauer zu verkürzen. Sehen Sie sich Ihren Akkuverbrauch unter Einstellungen, größer als Akku, an und prüfen Sie, ob eine bestimmte App viel Strom verbraucht. Erwägen Sie eine Aktualisierung, Deinstallation oder einen Ersatz. Weitere Ideen finden Sie in unseren iPhone-Akku-Tipps oder in unserer Zusammenfassung der besten tragbaren Akkuladegeräte. Fehler. Neues iPhone 7 kann nicht aktiviert werden. Viele Menschen hatten Probleme bei der Aktivierung ihres neuen iPhone 7. Wenn Sie eine Meldung erhalten, dass der Aktivierungsserver nicht verfügbar ist, liegt es wahrscheinlich daran, dass Apple einfach Probleme mit der Bewältigung des aktuellen Volumens hat oder dass jemand versucht, darauf zuzugreifen. Sie können den Status hier überprüfen. Wenn neben iOS-Gerät aktivieren kein grünes Kästchen angezeigt wird, versuchen Sie es später erneut. Mögliche Korrekturen. Wenn Sie dies über Ihre Mobilfunkverbindung versuchen, wechseln Sie stattdessen zu WLAN. Versuchen Sie, Ihr iPhone aus- und wieder einzuschalten, indem Sie die Sleep-Wake-Taste gedrückt halten und dann den Schieberegler ziehen, um das Gerät vollständig auszuschalten. Halten Sie die Sleep-Wake-Taste erneut gedrückt, um sie einzuschalten. Stellen Sie sicher, dass iTunes aktualisiert ist. Verbinden Sie Ihr iPhone 7 mit Ihrem Computer und schließen Sie die Aktivierung mit ab. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter und fragen Sie, ob bei der iPhone 7 Aktivierung bekannte Probleme vorliegen. Möglicherweise müssen Sie eine Ersatz-SIM-Karte besorgen. Wenn nichts funktioniert, ist es Zeit, Apple zu kontaktieren. Problem. Schlechte Telefonanruf, Freisprechqualität. Dies ist eines der am häufigsten gemeldeten iPhone 7 Probleme. Es gibt mehrere Threads in Apple Diskussionsforen voller iPhone 7 Besitzer, die genau dieses Problem gemeldet haben. Es wird gesagt, dass der eingehende Ton weit entfernt klingt oder zu leise ist, um gehört zu werden. Es haben sich genügend Leute darüber beschwert, dass Apple inzwischen seine Support-Seite aktualisiert hat, um Menschen mit Audioproblemen zu helfen. Offizielle Lösung. Gehen Sie zu Einstellungen, größer als Töne, und ziehen Sie den Schieberegler, Klingeltöne und Benachrichtigungen, um die Lautstärke zu erhöhen. Wenn Sie den Ton aus dem Lautsprecher herausholen können, können Sie noch einige andere Dinge ausprobieren. Überprüfen Sie den Schalter, Klingeln, Stumm, an der Seite des Telefons, um sicherzustellen, dass er nicht auf Stumm, Orange, eingestellt ist. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hülle den Lautsprecher nicht blockiert. Starten Sie Ihr iPhone neu. Entfernen Sie Schmutz, Staub oder Ablagerungen vom Lautsprecher. Starten Sie eine App, die Audio- oder Soundeffekte abspielt.
und passen Sie die Lautstärke mit Hilfe der Lautstärketasten oder der Control Center Bedienelemente an. Wenn Sie keinen Ton über Ihren Lautsprecher hören oder sich nach dem Ausprobieren der oben genannten Methoden nichts ändert, wenden Sie sich an den Apple Support. Es wurde vermutet, dass dies die Ursache des Problems sein könnte. Wenn Ihr Mobilfunkanbieter Verizon ist, kontaktieren Sie hier den Unternehmenssupport. Fehler: 3D-haptisches Feedback funktioniert nicht mehr. Dies ist mit ziemlicher Sicherheit ein Fehler, da 3D-Touch immer noch funktioniert. Es liegen lediglich keine Bewertungen des Telefons vor, die darauf hindeuten, dass 3D-Touch verwendet wird. Benutzer haben dieses Problem mit iOS 10.2 gemeldet. Daher ist es immer eine gute Idee, auf eine neuere Version von iOS zu aktualisieren, sobald diese verfügbar ist. Hier sind einige Dinge, die Sie ausprobieren können, wenn das Problem Sie weiterhin betrifft. Die Alternativlösung: Durch einen Neustart des Telefons wird das haptische Feedback vorübergehend wiederhergestellt. Mögliche Lösungen: Gehen Sie zu Einstellungen, größer als Töne und Haptik, und schalten Sie die Haptik aus und wieder ein. Gehen Sie zu Einstellungen, größer als allgemein, größer als Barrierefreiheit, größer als 3D-Touch, um die Funktion ein- und auszuschalten und die Empfindlichkeit anzupassen. Wenn Sie Skype installiert haben, konnten einige Kommentare wiederhergestellt werden, nachdem die App-Integrationsoption deaktiviert oder die App vollständig gelöscht wurde. Problem: Telefon-App stürzt ab und friert ein. Mehrere Benutzer haben in den Diskussionsforen von Apple berichtet, dass die Telefon-App abstürzt oder geschlossen wird, wenn sie in den Telefon-App-Einstellungen, in der Liste der letzten Anrufe und beim Tätigen von Anrufen über Bluetooth-Kopfhörer aufgerufen wird. Soft- und Hard-Resets konnten das Problem nicht beheben, und diejenigen, die einen Werksreset versuchten, stellten ebenfalls keine Änderungen fest. Mögliche Lösungen: Aktualisieren Sie auf die neueste verfügbare Version von iOS. Wenn das Problem nach dem Update auftrat, wurde das Update selbst möglicherweise falsch installiert. Wenn möglich, stellen Sie Ihr Gerät auf einem Backup wieder her, das vor der Anwendung des Updates erstellt wurde, und installieren Sie das Update dann erneut. Die Problemumgehung schlägt vor, Exchange-Kontakte zu deaktivieren. Sie können dies tun, indem Sie zu Einstellungen größer als Kontakte größer als Konten gehen. Dann auf Ihr Exchange-Konto S tippen und den Schieberegler Kontakte deaktivieren. Problem: 3D-Touch funktioniert nicht mehr. 3D-Touch ist ein integraler Bestandteil des iPhone 7 und iPhone 7 Plus. Da es die Interaktion mit Apps und den Zugriff auf einige ihrer Einstellungen und Funktionen erleichtert. Einige Benutzer konnten die 3D-Touch-Funktion jedoch nicht aktivieren oder stellten fest, dass sie vollständig nicht mehr funktionierte. Mögliche Lösungen: Starten Sie Ihr iPhone neu. Wenn Sie kürzlich eine neue Displayschutzfolie angebracht haben, entfernen Sie diese und versuchen Sie erneut, 3D-Touch zu verwenden. Wenn es funktionierte, lag das Problem an der Displayschutzfolie. Aktualisieren Sie Ihr Telefon, wenn möglich. Reinigen Sie Ihren Touchscreen und Ihre Hände. Gehen Sie zu Einstellungen, größer als Allgemein, größer als Bedienungshilfen, größer als 3D-Touch, und stellen Sie sicher, dass Sie die Funktion nicht versehentlich deaktiviert haben. Auf dieser Seite können Sie auch die Empfindlichkeit der Funktion anpassen und testen. Wenden Sie sich an den Apple Support oder gehen Sie zu einem Apple Store oder Apple Dienstanbieter, um Ihr Gerät zu reparieren oder auszutauschen. Fehler: Mikrofon abgeschnitten.
Wenn Sie sich mitten in einem Sprachanruf befinden und die Freisprecheinrichtung oder den Hörer verwenden, wird das Mikrofon abgeschaltet, was zu statischen und unverständlichen Tönen führt. Das Problem tritt nicht bei jedem Telefonat auf. Nachdem Sie aufgelegt und zurückgerufen haben, verschwindet oft das Rauschen. Aber der Anrufer ist immer noch schwer zu hören oder ist völlig stumm. Dies unterscheidet sich von dem oben erwähnten Problem mit der Telefonqualität, bei dem es um den Ton eingehender Anrufe ging. Dies ist ein Problem, das mit der Person zusammenhängt, die einen ausgehenden Anruf tätigt. Mögliche Lösungen. Starten Sie Ihr Telefon wie immer neu und suchen Sie nach einem Update. Eine angeblich funktionierende Lösung besteht darin, Ihr iPhone zu sichern. Dann die Werkseinstellungen zurückzusetzen und das Telefon mit Hilfe der Sicherung wiederherzustellen. Es könnte sich auch um ein Hardware-Problem handeln. Wenden Sie sich zur Reparatur oder zum Austausch an den Apple Support oder gehen Sie zu einem Apple Store. Problem: Touch ID funktioniert nicht mehr. Leute in den Apple Foren hatten ein Problem mit Touch ID. Die Funktion funktionierte nicht mehr oder nur schwer. Einige Benutzer berichteten, dass sie Touch ID nicht verwenden konnten, während ihr iPhone angeschlossen war und aufgeladen wurde. Mögliche Lösungen. Starten Sie wie immer zunächst Ihr Telefon neu und versuchen Sie dann erneut, Touch ID zu verwenden. Reinigen Sie den Sensor und die Finger, die in Touch ID verwendet werden. Staub, Schmutz und andere Fremdkörper können den Sensor beeinträchtigen. Aktualisieren Sie auf die neueste Version von iOS. Entfernen Sie zuvor hinzugefügte Fingerabdrücke und fügen Sie sie erneut hinzu. Erwägen Sie die Erstellung mehrerer Fingerabdrücke, indem Sie denselben Finger aus verschiedenen Winkeln scannen. Wenn es im angeschlossenen Zustand nicht funktioniert, versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose oder einem anderen USB-Anschluss. Überprüfen Sie unbedingt auch den Lightning-Anschluss und entfernen Sie alle Rückstände. Wenden Sie sich an den Apple Support, da möglicherweise ein Hardware-Problem vorliegt. Einige Benutzer bemerkten, dass Touch ID nach dem Austauschen der Batterie nicht mehr funktionierte. Problem: Bluetooth-Probleme. Wie bei anderen Smartphones haben Menschen Probleme, eine Bluetooth-Verbindung aufrechtzuerhalten. Sei es mit drahtlosen Kopfhörern von Drittanbietern oder wenn Sie versuchen, Ihr iPhone mit dem Auto zu verbinden. Einige Benutzer haben bei der Verwendung auch einen viel höheren Batterieverbrauch festgestellt. Mögliche Lösungen. Starten Sie das Telefon neu. Schalten Sie Bluetooth aus und wieder ein. Entkoppeln Sie Ihre Bluetooth-Geräte und versuchen Sie erneut, sie zu koppeln. Sie können versuchen, Ihre Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen, indem Sie auf Einstellungen größer als allgemein größer als zurücksetzen größer als Netzwerkeinstellungen zurücksetzen tippen. Versuchen Sie dann erneut, Bluetooth zu verwenden. iPhone Update. Führen Sie einen Werksreset durch. Stellen Sie Ihr Telefon mit Hilfe eines Backups oder als neues Telefon wieder her und versuchen Sie erneut, Bluetooth zu verwenden. Problem: Die Kamera zeigt einen schwarzen, grünen oder violetten Bildschirm an. Dieses Problem betrifft iPhone 7 Plus Benutzer. Benutzer in Apple-Diskussionsforen und Reddit beschweren sich häufig darüber, dass ihr iPhone 7 Plus einen schwarzen oder manchmal grünen oder violetten Bildschirm anzeigt, wenn sie versuchen, ihre Kamera zu verwenden. Manchmal erscheint auch die Fehlermeldung, iPhone benötigt Notkühlung. Kürzlich berichteten Benutzer, dass die Kamera-App nicht geladen wird. Mögliche Lösungen. Als erstes müssen Sie die auf der Apple Support Website genannten Schritte ausprobieren. Wenn die oben genannten Schritte das Kamera-Problem nicht lösen, liegt wahrscheinlich ein Hardware-Problem bei Ihrem iPhone 7 vor.
In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, sich an den Apple Support zu wenden. Viele Benutzer, bei denen dieses Problem auftritt, haben ihre iPhones reparieren oder ersetzen lassen. Beschwerden: Schwarze Farbe splittert oder blättert ab. Auf den Support-Seiten von Apple wird darauf hingewiesen, dass die glänzende schwarze Oberfläche des iPhone 7, die anfällig für Kratzer war, möglicherweise feine Kratzer aufweist. Ein Thread, der in Apple-Diskussionsforen epische Ausmaße angenommen hat, zeigt jedoch, dass auch die schlichte schwarze Oberfläche des iPhone 7 anfällig für Absplitterungen und Abblättern ist, selbst wenn sie beschichtet ist. Lösungen: Leider deckt die Garantie von Apple diese Art von kosmetischen Schäden nicht ab. Einige Benutzer verkauften schließlich ihr iPhone und kauften sich ein anderes iPhone 7 in einer anderen Farbe. Laut einem Beitrag in den Apple Support Foren konnte ein Kunde, der den Benutzernamen xfuz1on verwendete, dieses Problem an einen Moderator weiterleiten. Der Vorgesetzte forderte diesen Kunden dann auf, Fotos des iPhone 7 zu senden. Und er konnte sein Telefon in einem autorisierten Service Center umtauschen. Problem: Überhitzung. In einem Thread, der einen Großteil der Lebensdauer des iPhone 7 abdeckt, beschwerten sich Benutzer in Apples Foren darüber, dass ihr iPhone 7 unangenehm heiß werde. Es ist normal, dass Smartphones und andere elektronische Geräte bei bestimmten Aufgaben heiß werden. Beispielsweise kann sich ihr iPhone beim Streamen von Live-Videos, beim Verwenden von Snapchat, beim Spielen oder bei anderen Aufgaben erwärmen, die die CPU an ihre Grenzen bringen würden. Obwohl es normal ist, dass es sich bei CPU-intensiven Aufgaben erwärmt, sollte Ihr iPhone nach Abschluss wieder seine normale Betriebstemperatur erreichen. Mögliche Lösungen: Eine schlecht funktionierende App könnte der Grund dafür sein, dass Ihr iPhone überhitzt. Diese App kann auch im Hintergrund laufen und zu einer Überhitzung Ihres iPhones führen. Suchen Sie nach Apps, die gerade aktualisiert wurden, schließlich wird dieses Problem häufig durch ein fehlerhaftes Update verursacht. Wenn Sie das Problem nicht zurückverfolgen können, können Sie unserer Anleitung zur Wiederherstellung Ihres iPhones folgen. Wenn Sie Ihr iPhone zurückgesetzt und wiederhergestellt haben und das Problem weiterhin besteht, empfehlen wir Ihnen, sich an den Apple Support zu wenden. Bei einem Smartphone, das zur Überhitzung neigt, liegt möglicherweise ein schwerwiegendes Hardware-Problem vor, das Sie so schnell wie möglich beheben müssen.